Weihnachten, das Fest der Liebe. Auch Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis freuen sich schon auf die besinnliche Zeit mit ihren Liebsten. In diesem Jahr dürfen ihre Fans die beiden sogar live an Heiligabend begleiten. Ab 20.15 Uhr gibt es eine echte Katzenberger-Bescherung auf RTL 2. Wie unterschiedlich Daniela und Lukas in ihrer Kindheit Weihnachten mit der Familie feiern, plaudern sie im Promi-Flash-Interview aus. Bei uns war es halt immer so, dass bei uns das Weihnachtsfest aus einer Riesenfresserei bestand. Eine Riesenbescherung, viel Geschenke. Ne? Bei uns war immer so das Wichtigste, dass jeder satt ist. Dass es schmeckt, ne, und dass man daheim im Wohnzimmer feiert. Bei Lukas und seiner Musikerfamilie sieht das ein bisschen anders aus. Also bei uns in der Familie ist es so, wir waren immer erst in der Kirche. Dann sind wir nach Hause gekommen, haben gegessen. Dann gab es, wie gesagt, diese Glocke, dass das Christkind da ist. Und dann haben wir wirklich stundenlang gesungen. Das kann man sich ja denken, mein Vater als Sänger und wir auch. Und Musik war für uns unglaublich wichtig. Ich glaube, das Wichtigste bei uns war Musik, so wie bei euch das Fressen, also das Essen war. Schon morgen zeigt sich, ob Dani und Lukas in diesem Jahr Musik und gutes Essen vereinen können.